Günaydın, meine Lieben. Gerade laufen wir ganz weit hoch, diesen Berg hier. Wir laufen diesen Berg nur hoch, weil der nette Bruder hier einen sehr guten Frühstücksladen kennt. Und er hat den Laden sehr gut geredet. Jetzt laufen wir dahin und dann testen wir, wie der Laden schmeckt. Weiß einer in den Kommentaren vielleicht, was das für eine Rasse ist? Ah, hier sind wir auch beim Laden schon angekommen. Das ist der hier. Der Laden heißt Baslama. Und da sind die Damen, die dann für uns das ganze Frühstück vorbereiten. Hier wird auch Kaffee und Chai serviert. Also sieht sehr schön aus hier. Very nice. Was ist Ihr Name? Lazo ist mein Name. Thank you. Hier ist Spinat und Käse. Şöyle ızgara peyniri. Beşişik peyniri. Reali köy menemeni. Sucuk yumurta. Sen de menemen o tarafa bırakayım. Abi şu ekmekten daha çok. Bittikçe istediğiniz kadar getirin. Wie ihr sehen könnt, liegt hier alles mögliche an Gerichte, an Frühstücksgerichte auf dem Tisch hier. Gözleme hier, Menemen, Grilled Cheese, glaube ich, oder? Hier sind so donutartige Gebäck mit Sucuk hier. Probier mal Sucuk. Boah, ich habe noch nie so intensives Sucuk gegessen. Türkei ist die Heimat des Sucuks. Thank you, Abi. Hier frisch gepresste Orangensaft. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, der Frühstückstisch ist riesig. Ich probiere das hier. Das soll anscheinend irgendwas Süßes sein. Boah, Junge, krass. Das schmeckt besser als Nutella. Frische Menemen. Bio-Menemen. Top, also diesen Laden muss man besucht haben. Wenn ihr in Istanbul seid, müsst ihr auf jeden Fall diesen Laden hier besuchen. Baslama, sehr krass, heftig. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht einfach hart aus. Schmeckt einfach hart, einfach nur hart. So ein Frühstück findet ihr in Deutschland nicht mal in 20 Jahren. So, wir haben jetzt das ganze Essen hier gegessen, also nicht das ganze, es ist noch sehr viel übrig geblieben. Schaut mal. Und wir haben dem Kellner gesagt, er soll uns alles einpacken, damit wir das irgendwie verteilen können an Bedürftige oder so. Er hat dann daraufhin gesagt, dass die das schon für uns übernehmen. Das machen die schon automatisch. Also ein riesiger Pluspunkt hier, die schmeißen kein übriges Essen weg. Also die geben das an Leute, die das brauchen oder die spenden es an ein Tierheim. Das ist ein riesiger Pluspunkt, das ist super. Allein dafür sollte man diesen Laden schon unterstützen. 10 von 10, 100%. So, Can, ich hinterlasse für dich eine Nachricht. Das hängen wir jetzt an die Wand. Falls du mal hier bist, Can, dann kannst du diese Nachricht lesen. Also hier stehen auf jeden Fall Informationen über diesen Laden. Den gibt es seit 1992. Hier kann man auch so Erinnerungszettel hinheften. Steifen, Can, steifen. Weiter so, Can. Danke dir, dass du die Reise für mich finanziert hast. Steifen, Can, steifen. Come to Baslama. Everybody, come to Baslama. Thank you very much. Steifen, Can, steifen. Wir sind hier auf jeden Fall in so einem Park. Und das ist hier so ein Katzenpark. Hier ist es voll mit Katzen. Gebt euch das mal. Die genießen einfach ihr Leben. Die chillen hier in der Freiheit. Hier kann man die auch streicheln. Also man kann die einfach hier packen und streicheln. Schau mal, wie süß. Steifen, Can, steifen! So, auf jeden Fall befinden wir uns hier gerade in der Kumpir-Straße. Kumpir ist ein türkisches Gericht, Kartoffelgericht, gefüllt mit, keine Ahnung, Salat, Kräuter und Joghurtsoße. Das hier ist die Straße. Hier gibt es sehr viele Stände und jeder Stand verkauft hier nur Kumpir, also dieses Gericht. Und diesen Stand gibt es hier 100 Mal gefühlt. Steifen. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich weiß nicht, zu welchem ich gehen soll. Okay, wir gehen jetzt einfach zu diesem Kumpir hier. Desinfektionsmittel. Give me your best. Kumpir, your best. Okay, big. Yeah, big, yeah.
4 big. Okay. Best. Oliven. Okay, ich bekomme jetzt hier einen Kumpel. Thank you very much. Thank you. Steifen, Steifen John. Can you say Steifen John? John, John, my friend John. My friend John. Steifen, Big Boss. Steichen. Steifen John. Steichen John, Big Boss. Steifen John, Steifen. Hier ist auf jeden Fall so ein Kumpel. Habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Also ich bin echt gespannt, ohne Witz. Das ist eine riesige, ich wusste nicht mal, dass solche Kartoffeln existieren. Guck mal, was ist das für eine Kartoffel, Bruder? Geil, Mann. Warum gibt es eigentlich sowas nicht in Deutschland, Mann? Das hat einen ganz eigenen Geschmack. Sowas habe ich noch nie gegessen. Bruder, Feierabend. Steifen, John, Steifen. Danke, dass du mir diese Kumpir hier finanziert hast. Steifen, John. Also mindestens eine 8 von 10. So ist jetzt nicht das Beste, aber so, wenn man mal hier ist, sollte man das schon getestet haben. Also ist schon geil, kann man machen. Eine 8 von 10, ist schon geil. Oliven, Mais, Sausage, also Wurst, natürlich die Kartoffel, dann Käse, dann hier diese Joghurtsoße. Kommt Jungs, nimmt Kumpel. Steichen, Steichen, John. Schon nach paar Takten putzen sie die Zähne mit meinem Schwanzbomben Ivory da. Erdbeerknollen, dessen Wirkung dir locker den Nerv zertrommeln um. 2 Uhr nachts hörst du Hartschaden schreie, wo du schon am Träumen bist von Manga gezeichnet. So, ich mache jetzt Boxautomat, das ist die Kreditkarte. Du würdest einen Menschen treffen, ich würde den umbringen, Alter. Steichen, John. Steichen, John. Der ist mit John Brock. Der ist mit John Brock. Steichen, John. Maschinen aus Backsteine geparkt, stehst geschockt morgens auf mit Kackstreifen im Arsch, nur Tim so. Wo sind deine Tiefbettschlappen? Weepacks handeln aus Eastpack-Taschen. So, wir sind gerade im Bazar, wir besorgen jetzt Oral Jelly. Das ist for my friend. Ich hol jetzt Viagra für dich, John. Das ist for my friend. Das ist for my friend. Because you want to buy Viagra. Okay. John, du wolltest so Viagra, ich hol jetzt für dich, damit du steifen hast, John. Can you show me? Schau mal, John, du brichst es auf und danach nimmst du das und dann hast du steifen. Weißt du, was ich meine, John? 100 Milligramm ist das. Steichen, John. Direkt bis auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9. So, Freunde, jetzt machen wir was richtig Geiles. Und zwar testen wir ein frisches Fisch-Sandwich am Hafen. Fisch-Sandwich heißt auf Türkisch Balık Ekmek. Die meisten Hater von mir sind Balık Kafas. Abi, Balık Ekmek. Balık Ekmek. Tu Balık Ekmek. Tu Balık Ekmek 18 lira. So, jetzt probieren wir einen originalen Balık Ekmek aus der Türkei in Istanbul. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt, weil ich bin ein Fischliebhaber, aber ich liebe Fisch. Auch Sushi und sowas, richtig geil. Wir haben das vor 5 Minuten gefischt, aus dem Meer, vor 5 Minuten. Und jetzt ist es in meinem Magen. Top, Bruder. Das schmeckt richtig frisch, sehr, sehr geil. Ist auf jeden Fall eine 9 von 10. Meine Reise ist hiermit beendet. Ihr müsst von nun an alleine weitermachen. Aber eins kann ich euch sagen. Ich bin froh, an eurer Seite gewesen zu sein. Es mag sein, dass ich diese Erde hier verlassen werde. Aber die Erinnerungen bleiben trotzdem bestehen. Und noch etwas. Steifen von John Broke.